Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Ausgabe von Let's Play Dreadnought. Und heute will ich euch mal so ein bisschen das normale Spiel zeigen, weil zuletzt habe ich euch ja das Tutorial bzw. das Thema mit den computergesteuerten Gegnern gezeigt, so wo man halt so ein bisschen ins Spiel eingeführt wird. Aber jetzt will ich euch mal so ein bisschen zeigen, um was geht es überhaupt in Dreadnought und was kann man da so machen. Denn wir schauen uns heute mal diese Einserschiffe an, beziehungsweise so ein bisschen den Tech-Tree und wie das Ganze funktioniert. Denn es ist eigentlich sehr simpel. Gerade die Leute hier auf dem Kanal, die schon mit World of Tanks sozusagen in Berührung gekommen sind oder World of Warships, die werden dieses System oder diese Grundidee dahinter da recht schnell checken. Es gibt hier den Hangar, Hersteller, Markt, Übersicht, bla bla bla. Hier oben, da kriegt ihr freie Erfahrung. Dann gibt es Credits, die ihr euch erspielt und natürlich die Grey Box Points. Das ist so praktisch hier die Ingame-Währung für Echtgeld. So, jetzt könnt ihr auf Hersteller gehen und dann seht ihr hier den Tech Tree. Da gibt es mehrere Fraktionen und eben Arten und Schiffe innerhalb dieser. Und in dem Fall würde ich jetzt einfach mal mit der Jupiter Arms anfangen. Und da seht ihr hier schon die Agosta. Das ist ein Zerstörer, den habe ich schon ein bisschen gespielt. Und mit dem habe ich 1900 Erfahrung. Und jetzt mit diesen 1900 Erfahrung kann ich jetzt hier Sachen mir holen. In dem Fall, das hier sind die alle die Einser-Sachen, die es dafür schon gibt. Modul Neustadt habe ich schon mir das Bessere erforscht. Sieht man ganz gut an dieser Umrandung hier, an diesen Haken, dass das gerade auch aktiv ist. Und das hat einfach die Cooldown-Reduzierung um 20 Sekunden gebracht oder 45 Sekunden. Also das ist dann da schon nochmal deutlich fixer. Dann gibt es hier die Maschinenkanonen. Das ist eine Fähigkeit, die euch bei einem Nahkampf, also innerhalb von 1200 Metern, euch da unterstützt. Und wir sehen, wir haben ja 1900, das heißt, wir können einfach mal alles machen. So, das heißt, zack, erforschen. Und jetzt seht ihr hier, erforscht. Und jetzt gibt es hier noch die Kaufkosten. Das heißt natürlich, zack, kaufen wir uns. Das gleiche natürlich mit Torpedosalve. Natürlich ist es in den niedrigeren Tiers, also hier gerade Tier 1, besonders angenehm, weil da geht es halt der Fortschritt sehr schnell. Wenn ihr dann natürlich immer weiter nach oben kommt, dauert es dann dementsprechend auch länger. So, und wenn wir hier diese Tempest-Raketen freischalten, so haben wir jetzt gekauft. Jetzt können wir nämlich sozusagen mit der jetzt noch zu erspielenden freien Erfahrung oder mit der zu spielenden Erfahrung hier auch für die nächsten Schiffe gehen. Da können wir entweder Richtung Korvette gehen oder Richtung dem weiteren Zerstörer. Das würde ich sagen, das machen wir dann einfach so just for fun. Aber ich will das Ding erstmal komplett auf den besten Zustand bringen. Deswegen gönne ich mir jetzt auch hier noch die weiteren Flakgeschütze. Und da habe ich das dann erfüllt. So. Und jetzt gibt es hier, wenn wir jetzt hier praktisch in den Spielmodus gehen, gibt es hier alle Spielmode. Onslaught ist ein neuer Modus auf der Konsole, wenn ich mich nicht täusche. Team Deathmatch, Team Elimination und Erprobung. Da. Die Erprobung, das war das, was wir jetzt bisher immer gespielt haben. Aber jetzt mache ich erstmal auf alle. Beziehungsweise gehe ich nochmal in den Hangar. Dann sehen wir jetzt hier, da ist jetzt das Schiff. Ich kann jetzt auch nochmal im Zweifel das Schiff anpassen. Ich kann jetzt nämlich hier sagen, welche Waffen man haben wollen würde, sofern es hier weitere Module gibt. Aber wir haben ja die Module nur abgegradet. Dementsprechend bleibt hier dann da alles gleich. Aber wer jetzt sagt, dem gefällt die Optik noch nicht so. Die Optik könnt ihr nämlich natürlich mit allen euren Schiffen auch nochmal komplett individualisieren, auch für die Points dann da. Also da sieht man, für was die Points eben ausgegeben werden können und auch coole Verzierungen hier vorne drauf. Also das Spiel bietet schon deutlich mehr, als ich euch bisher da gezeigt habe, weil ich mir dachte, ich will euch da jetzt nicht überfordern. Aber jetzt würde ich sagen, springen wir erstmal einfach mal mit der Agosta ins Spiel. Ihr könnt ja natürlich auch noch auswählen, welche Flotte ihr spielt. Aber wir machen jetzt hier Rekrutenflotte. Ich durchsuche die Feeds nach einem Auftrag. Und die durchschnittliche Wartezeit 1,5 Minuten finde ich auch vollkommen legitim. Also ich sag mal, alles in dem Bereich so bis, was sag ich, roundabout 3-4 Minuten, wenn man ein gutes Matchmaking hat. Also gut meine ich wirklich im Sinne von, eine Seite gewinnt nicht mit 100 zu 10, sondern man hat ein vernünftiges Game oder so, finde ich dann vollkommen akzeptabel. Und dementsprechend kann man damit auch gut leben. Jetzt würde ich aber trotzdem sagen, um es jetzt nicht hier großartig für euch in die Länge zu ziehen, das Video, mache ich dir einen kleinen Cut
und springen dann wieder ins Spiel rein, sobald es losgeht. Und da haben wir jetzt also auch ein Match gefunden. Da sehen wir schon, mit was die anderen so spielen. Ich bin hier wohl der Einzige, der so ein bisschen schon was am Start hat. Dementsprechend sagen wir hier Ready. Und haben hier jetzt auch den Modus Onslaught. Ach, Selector Ship. Ach, okay. Hab nichts gesagt. Damit ist auch die Frage, das sind natürlich alle meine Schiffe. Dementsprechend kann ich ja dann sagen, welches ich denn dafür jetzt nehmen wollen würde. Nicht die anderen natürlich, sondern alles meine, alles meins. Alle Mann auf Gefechtsstation. Mehrere Raven-Kontakte, feindliche Schiffe nähern sich. So, und jetzt geht es hier um das Primärziel, das Command-Ship. Erstmal hier ein bisschen gucken, was hier so passiert. So, da hinten habe ich schon einen für meine Tempest-Rakete. Die gehen nämlich schön weit. Jetzt könnte ich hier in den Modul Neustart machen, damit habe ich ein bisschen... Ah, ich gehe mal ein bisschen runter, weil das Command-Ship oder da schießt auf jemand schon auf mich. Das will ich jetzt natürlich noch nicht so eingehen. Wir sehen natürlich an der Minimap immer ganz schön, wo die Gegner so sind. Und da drüben, den kann ich schon beschießen. Dann nehme ich hier auch die Waffen übertakten. Ah, zack, und den Todesstoß konnte ich noch versetzen, bevor er da abhauen konnte. Das lief ideal. Wir gehen jetzt hier taktisch erstmal da in diesem Hang voraus. Das muss man da aufpassen, da vorne geht schon ordentlich rund. Da hat schon mal recht mächtig gerumst. So, und da, dem gebe ich mal alles, was ich da habe. Die Energie auf die Waffen. Jetzt hoffe ich mal, dass meine Raketen da vielleicht noch für den Rest sorgen können. Da hat es auch nebenan nochmal schön gerumst. Ja, taktischer Abschuss, sehr gut, hat geklappt. Wie gesagt, jetzt hier nicht einfach idiotisch reinfliegen, sondern schon ein bisschen mit Köpfchen, sage ich da mal. So, muss ich da schauen, dass ich mich so platziere. Da ist das Command-Ship nämlich. Jetzt gehen wir erstmal auf den da, der da sich da vorstellt. Zack, der ist auch weg. Jetzt habe ich leider keine... Ah, ich will nämlich schneller hin. Zack. Auf die Manöverdüsen. Zack, vor. So, ich bleib hier schön tief, um hier die Autokanonen aktiviere ich jetzt auch mal direkt. Torpedosalven, alles raus. Jetzt sehen wir schon, jetzt kommt hier der Gegner ran. Vielleicht versuche ich noch mit dem Flachs ein bisschen was zu machen. Aber da war es um mich schon geschehen. Da war ich ein bisschen zu aggressiv, weil ich unbedingt auf dieses Schiff drauf wollte. Der Pancake hat mich da weggemacht. Ja, da wollte ich ein bisschen zu viel in dem Augenblick. Jetzt muss ich noch 10 Sekunden warten, bis ich da wieder reinwarpen kann. Ich finde es auf jeden Fall jetzt auch sehr schön, dass man jetzt hier diesen Schaden immer angezeigt bekommt, den man da macht. Das ist so ein bisschen, ja, da hat man so ein bisschen mehr Gefühl für das Ganze. Oh, da war ein richtig dicker Hit. So, und da ist mein Command-Chip. Das muss natürlich auch beschützt werden. Aber ich glaube, da um das schaut es aktuell noch sehr gut aus. Feindliches Schiff.
Feindliches Schiff ist alles noch ein Stück weit weg. Das ist alles noch im Rahmen hier. Wir liegen auf jeden Fall sehr gut voraus. Ah, der ist jetzt ganz schnell. Jetzt will ich schauen, wo der hin ist. Vielleicht finde ich den noch. Da ist er nämlich. So, mit den übertakteten Waffen jetzt nochmal auf ihn drauf. Und weg ist er. Der wollte hier mein Schiff holen, aber nicht mit mir, mein Freund. Denn den habe ich mal ordentlich weggesnackt. Ich beschütze doch mein Ziel. So. Ich finde das mit den Manöverdüsen echt... Ich finde das System ganz geil, dass du dich da... Wählen kann zwischen Manöverdüsen, also schnell zum Gegner drauf, dann Schilde oder dann noch mehr Damage. So, bevor ich jetzt hier aber Brainless reinfliege, will ich erstmal sehen, wo ist was. So, erstmal Schild aktivieren. Wir sehen auch, hat der Gegner ebenfalls gemacht. Das habe ich ein bisschen zu früh gemacht. Ich dachte mir, hoppala. Aber jetzt erstmal geben wir ihm mit den Torpedos. Da hat er sich wegbeamen wollen, der Pancake. Aber nicht mit mir diesmal. So, zack. Und da jetzt die Vergeltung für das ganze Thema. Da hinten der nächste. Ah, da sieht man halt, dass die echt Schaden machen, diese... Ich nenne es jetzt mal Artillerien. Aber wir sind immer noch sehr gut in Führung. Artilleriekreuzer. Flotte warpt in die Schlacht. Komm, Jungs, ich will rein. Sieht man, mit was die anderen so fliegen? Ich weiß nicht mehr, von welchem Ziel du laberst. Der Pancake wird mein Nemesis hier in der Runde. So, wo ist der hin? Jetzt gehen meine Raketen hier in... Ach, mein. Jetzt aber. So, da kommen die Torpedos jetzt gut rein. So, weg mit dir. Oh, oh, oh. Wo gehen denn die hin? Das Primärziel ist da echt ganz gut gedeckt gerade. Erstmal mache ich meine Schilde aktiv. System erschöpft. Schiffspanzerung auf 50%, Captain. Feindliche Raketen im Anflug, Captain. So, der hat sich jetzt mal direkt weggeworbt. So, hier mal schnell alles angemacht, um mich zu schützen. Hat gut geklappt. Zielerfassung bestätigt. Nachladevorgang läuft. Raketen
Genau deshalb bin ich der Captain. Natürlich. So, jetzt hier meine Mates mal ein bisschen vorlassen und geheilt werden. Wie gesagt, echt, es ist, das Spiel ist nicht einfach vorfliegen und einfach mal draufballern, sondern mit Sinn und Verstand das Ganze zu machen. Ah, nein. Jetzt hat er mich hier gedodged. So, mal rückwärts ran. Und wieder vorwärts. Zack, ich kann schon mal nachladen. Wir haben es jetzt schon super aus. 4.590 zu 2.300. Also die Runde läuft wirklich gut, wirklich gut. So, da drüben. Da steht doch da unten was. Ja, da stand mal was, würde ich eher sagen. Man sieht, man muss mit den Torpedos auch ein bisschen aimen. Und das war's. Yes, schöne Runde. Da unten, GG, GG. Da haben wir so ordentlich weggemacht. Kind des Krieges steht bei mir. Ja, aber sowas von du. Punkteliste. Wie stehen wir denn so da? Ja, erster, zweiter Platz. Und das hier mit meinem Einserschiff. Ja, da war ich mal fleißig, du. Also da kann ich mich nicht beklagen. Ja, damit gehen wir zum Außenposten. Und ich bedanke mich, dass ihr in dieser Folge dabei wart. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Und wie gesagt, lasst mir auch Kommentare da. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.